Ja, hallo zusammen zum dritten Teil des Moduls mobiles Crowdsensing mit Agenten, hier mit der Jam-Agenten-Plattform und den Jam-Agenten, die im Kurs Crowdsensing ja benutzt werden, um mobile Umfragen durchzuführen, selbstorganisierende mobile Umfragen durchzuführen und im Kurs Multi-Agenten-Systeme ja auch verwendet wird, um generell verteilte Systeme mit Jam-Agenten entsprechend zu bauen, zu programmieren und dann auch ausführen zu können. Und hier nochmal zur Wiederholung. Das letzte Mal habe ich da ungefähr aufgehört. Wir beschreiben diese Agenten in Agent.js, was im Grunde nichts weiter als JavaScript ist. Und was wir beschreiben müssen oder modellieren müssen, programmieren müssen, ist eine ja, Klassenkonstruktionsfunktion, also für eine bestimmte Agentenklasse mit einer Reihe von optionalen Parametern. Das Verhalten des Agenten zu beschreiben, sind hier zwei wichtige Attribute des dann erzeugten Agentenobjekts wichtig, Act und Trans. In Act sind alle Aktivitäten unseres zustandsbasierten reaktiven Agentenmodells, also mit den Aktivitätsübergangsgraphen, hier entsprechend formuliert, die einzelnen Aktivitäten mit den Funktionen, die dann entsprechend die Aktionen beschreiben, die in jeder Aktivität ausgeführt wird. Diese Namen hier, A1 bis AN, sind nur symbolisch und man sollte möglichst deskriptive Namen geben, im Grunde so Kurzzeitziele oder Kurzzeitabsichten, zum Beispiel Init, Percept, Migrate, Service oder was auch immer. Ja, und dann gibt es die Transactions, das Trans-Objekt hier, das sind also beides Funktionsobjekte. Und hier beschreibt mal den Übergang hier zum Beispiel von A1 auf die nächste Aktivität, hier von A2 auf die nächste AJ und so weiter. Und das kann entweder statisch sein, wie hier zu sehen ist, oder eben, wie hier gezeigt ist, mittels einer Funktion und ja, Konditionalen. Diese Condition wird immer nur in der Regel auf Daten, auf Körpervariablen des Agenten zugreifen. Also hier this.x wäre eine Variable. Hier könnte man fragen, ist this.x größer 0? Dann geht es nach AI, sonst geht es nach AJ. So, also das heißt, wenn ich hier eine Funktion angebe, dann kann ich halt konditionale Übergänge berechnen. Wenn ich hier direkt den Namen einer Aktivität angebe, dann kann ich entsprechend direkt statisch unkonditional immer darauf übergehen, da wo dahin übergehen. Dann gibt es noch optional der Signalhändler-Objekt. Error ist ein allgemeiner Fehler. Signal 1 ist jetzt einfach nur ein Platzhalter für ein Signal, was zwischen Agenten ausgetauscht wird. Ja, und dann gibt es schließlich noch die Next-Variable, das Next-Attribut, was ganz wichtig ist, was nicht erst bei der Erzeugung die Startaktivität angibt, also A1, A2 oder was auch immer, also Init. Und später eben auch im Grunde den Program-Counter des Agenten enthält, auch wenn er mobil ist. Geht's mal weiter. Die Agenten kommunizieren ja entweder anonym über Tupelräume miteinander, da gibt es einen relativ großen Satz an Operationen, über die man den Tupelraum angewendet werden können. Zum Teil konsumierende, teils lesende und verändernde Operationen. Eine zweite Möglichkeit sind dann eben die Signale und die ich dann zwischen Agenten, die sich kennen, schicken kann, weil ich immer halt eine ID angeben muss. Na, jeder Agent hat eine ID, möglichst zumindest auf einem Knoten eindeutige ID, mit geringer Wahrscheinlichkeit, dass in einem Netzwerk zwei Agenten die gleiche ID haben. Signale können halt hier entsprechend versendet werden mit der Send-Funktion oder Send-to. Wenn es dann auch irgendwo in einen anderen Rechner hingehen soll, eine andere Agentenplattform. Signale sind übrigens auch Timer-Signale, ne, also im Grunde intern erzeugte Signale. Und ja, Signale werden halt benutzt zwischen Agenten, die sich kennen, wohingegen Tupel generell anonym verwendet werden und die Agenten müssen sich nicht kennen. Die Tupel austauschen. Ja, hier ist nochmal ein Beispiel gezeigt, wie man mittels Signalhändlern dann entsprechend, wie sich Agenten dann entsprechend Signale schicken können. Na, also hier haben wir hier entsprechend das Forking, eine wichtige Eigenschaft von Agenten, dass sie sich replizieren können und von sich selbst neue Agenten erzeugen können.
Beim Forking geht es immer dort weiter, wo gerade der Fork durchgeführt wurde. Also wenn es in einer 1 so war und wir jetzt einen Übergang von einer 1 nach 2 haben, dann würde nach dem Fork sowohl der Elternagent als auch der Kindagent zu A2 übergehen, als ein Beispiel. Ja, und so können Sie sich das Ganze hier dann schicken. Hier wird dem Kindagenten ein Signal geschickt. Und hier passiert nichts. Also wenn es not child wäre, dann könnte umgekehrt der Kindagent dem Elternagenten ein Signal schicken, was auch in der Regel üblicherweise ist, dass die Kindagenten Elternagenten Signale schicken. Genau, und hier ist mal ein selbst ausgelöstes Signal gezeigt, ein Timer. Hier wird einfach ein Timer erzeugt und nach 500 Millisekunden wird das Query-Signal mit einem Argument True übermittelt und das kommt dann hier an. Ja, also man kann sich auch selbst Signale schicken. Ja, ganz wichtig, die Mobilität von Agenten spielt eine ganz große Rolle. Das Ganze geht über die Move-to-Operation. Bevor man irgendwo hingeht, muss es einen Link geben. Das hatte ich auch schon mal gezeigt. Wenn wir hier uns mal anschauen, wir haben hier zwei Plattformen, nehmen wir hier mal eine an. Das ist die eine Plattform, das ist die andere. Dann können beide Plattformen oder müssen einen Port haben, der ist bereits erzeugt dann. Und dazwischen gibt es dann einen Link. Das ist der Link, das ist der Port hier. So, und hier haben wir halt N1 und hier N2. So, und ein Link hat eine virtuelle Richtung. Wenn es über das Internet geht, ist das bidirektional. Dann ist es eben auch beim Internet, nennt man das dann auch den IP-Richtung. Ja? Das heißt, immer wenn ich irgendwo hingehen möchte oder Informationen über einen Link haben will, muss ich aus dem Direction Set, wie man hier oben sieht, hier ist eine. Ist noch nicht ganz vollständig, aber eine Auswahl von möglichen Directions gesehen. Also wie gesagt, IP oder auch Node hat jetzt keine ausgewiesene Richtung. Anders als Nord, Süd, West, Ost, da geht es dann wirklich um Gitternetzwerke, die wir jetzt hier im Kurs erstmal nicht verwenden. Höchstens in virtuellen Netzwerken innerhalb einer physischen Jam-Plattform. Aber in der Regel werden wir IP benutzen. Und dann heißt, wenn ich jetzt wissen möchte, ob ein bestimmter Rechner da über eine bestimmte IP 10.1.1.2 angeschlossen ist, dann kann ich hier halt über die Link-Funktion abfragen, ob ein Link besteht zu dir IP und dann, naja, und so weiter, 10.1. und so weiter. So ist eine Möglichkeit. Und wenn ich dann da hingehen möchte, zu dem anderen Rechner oder dem anderen Agentenplattform, kann ich entsprechend die Move-to-Operation benutzen, ebenfalls mit dieser dir-Angabe. Also dir.ip ist ein Konstruktor, wie man auch hier sieht, eine Konstruktionsfunktion. Und der String kann vielerlei erhalten, auch ein Protokoll. Also korrekterweise wäre es dann auch eher HTTP gewesen. Ja, slash, slash, 10 Punkt und so weiter, wenn es das HTTP-Protokoll tatsächlich ist. Das hängt von diesen Ports ab hier, ob das HTTP, UDP-Ports, TCP-Ports sind. Und wenn hier ein TCP-Port ist, muss ich hier auch eingeben. Also ein Link ist immer mit einem bestimmten Übertragungsprotokoll behaftet. Es ist ein bisschen unpraktisch, mit IP-Adressen rumzuhantieren, die sich auch ändern können. Deswegen wird über einen Link auch immer der Knoten identifiziert. Das heißt, wenn N1 fragt, Link und dann dir Node nimmt, dann noch mit einem bestimmten Platzhalter, irgendwo hatte ich den auch schon mal hier, oder es kommt hier gleich. Link, genau. Dir IP Sternchen oder dir IP Node kann ich auch entsprechend benutzen. Was ist hier nochmal das Beispiel? Nehmen wir jetzt gerade nicht. Genau. Genau, beziehungsweise dir.ip und dann hier als Argument die Zeichenkette Prozent, ja, dann kriege ich eine Liste der Knotennamen. Wenn ich hingegen das Sternchen benutze, kriege ich eine Liste der IPs der Knoten, die dann hier entsprechend angeschlossen sind. So genau, also über IP geht das, also wir gehen eh davon aus, dass wir derzeit nur das IP-Protokoll benutzen als für einen Link, für eine Linkherstellung. Dann geht das über IP. Das heißt, man kann Link dir.ip und dann als String Prozent abfragen und dann bekommt man alle Nodes, die hier angeschlossen sind. Diesen Namen aus dieser Liste kann ich dann benutzen, um hier zu einem bestimmten Knoten zu gehen, Move to, und dann gebe ich einfach nur an dir.node, ja, und dann den Knotennamen. Ja, also der Knoten hier N1, wenn ich mich gerade auf dem befinde, der weiß halt über alle Knoten, die verbunden sind, mit ihm Bescheid. Und wird dann das entsprechend auflösen, den richtigen Link benutzen, die richtigen Ports benutzen. Das kann auch viele Ports geben, es braucht nicht nur eingeben. Ja, also hier könnten wir einen HTTP-Port haben und hier könnten wir einen UDP-Port haben. Ja, das ist eine andere Verbindung.
Und ja, wie gesagt, wenn ich dir.note benutze, dann wird das automatisch entsprechend herausgesucht. Bei dir.ip muss ich gegebenenfalls dann auch das Protokoll angeben, UDP, TCP, als, um eine vollständige URL zu haben. Mit Opposite kann ich die umgekehrte Richtung erhalten, zum Beispiel auch die Rückrichtung, ja, also von N1 nach N2. Und jetzt ist ein Agent auf N2 angekommen, wie geht es eigentlich zurück, ja, zu N1? Das kann über Opposite dann herausgefunden werden, hat aber eigentlich nur Bedeutung hier für geometrisch geordnete Netzwerke, also mit Richtung Nord-Süd, also Opposite von South wäre dann North und so weiter. Genau. So, und MoveTo, wie gesagt, wird benutzt, um den Agenten von einer Plattform, ne, also von dem einen Knoten hier zum nächsten zu transportieren. MoveTo, ne, und wenn das Knoten 1 ist und das Knoten 2 ist, dann kann ich hier halt angeben, dir.node von N2. Und dann migriert dieser Agent als Prozess-Snapshot hierhin und wird dort weiter ausgeführt. Nochmal wichtig, wenn ein Agent in einer Aktivität ein MoveTo ausführt, sagen wir es ist wieder Aktivität AI, dann wird er, nachdem er auf N2 angekommen ist, also auf dem Zielknoten angekommen ist, weiter ausgeführt. Und zwar so, als ob A1 am Ende gewesen wäre und dann wird dort die neue Aktivität aus der Transitionstabelle, aus dem Transitionsobjekt berechnet, die dann als nächstes folgt. Ja? So, das heißt, der Agent wird eingefroren in der aktuellen Aktivität, deswegen darf auch MoveTo nicht irgendwo mittendrin sein. Also ich darf nicht einfach dreimal MoveTo hintereinander machen, es darf nur eine, das ist ja eine blockierende Operation, ja, genauso wie Input oder Read aus dem Tupelraum. Das sind blockierende Operationen und es darf immer nur eine blockierende Operation pro Aktivität geben. Das ist wichtig. Ja, so, und MoveTo ist insbesondere blockierend, weil der Prozess eingefroren wird, serialisiert wird, übertragen wird und dann deserialisiert wird und schließlich wieder ausgeführt wird. Und das heißt, MoveTo darf nur einmal in einer Aktivität vorkommen. Wenn ich mehrere Hops machen möchte, muss ich eine Aktivität mehrfach benutzen, in einem Kreis im Grunde, um dann einen ganzen Pfad zu beschreiten. Gut, also nachdem er hier wieder aufgeweckt wurde, der Agent wieder zum Leben erweckt wurde, wird die nächste Aktivität berechnet, die dann nach der ausgeführt wird, wo MoveTo vorkam. So, genau, das steht hier auch nochmal. Die Jam-Plattform ist ja ganz universell, kann überall eingebaut werden und sie kann hier in diese Präsentation eingebaut werden, sie kann in die Notebooks eingebaut werden, wird noch kommen, in eine Webpage versteckt, in verschiedenen Applikationen. Es gibt das Jam Lab Web oder das Jam Web Laboratory, das zeige ich gleich noch. Nee, das zeige ich jetzt nicht gleich, sondern das habe ich schon mal gezeigt. Und dann gibt es die Jam App, das ist im Grunde eher so eine Crowd-Sensing-App für mobile Geräte gedacht, also das lässt sich auch relativ einfach bedienen mit großen Knöpfen. Und die gibt es auch als Android-Version, dann mit Cordova umgesetzt. Mit dem Vorteil, dass noch weitere Sensoren von mobilen Geräten erfasst werden können durch die Agenten. Ansonsten, also es gibt die Jam-App, die werde ich gleich noch zeigen. Und es gibt einen Simulator, CJAM, was steht für Simulation Environment for Jam, was im Grunde nichts anderes ist als eine Jam-Plattform, also eine physische, die wiederum dann von dieser virtuellen Welt, die ja in jeder Jam-Plattform drin steckt, also diese virtuellen Jam-Knoten, Gebrauch macht, die dann beliebig miteinander vernetzt werden können und darauf dann ein, ja, Simulationslayer aufsetzt, um diese Jam-Plattform im Grunde anschließen zu können. So, also diese virtuellen Knoten sind also in dieser geometrischen Welt mobil. Ja, ich kann es mal hier zeigen. Hier sehen wir CJAM. Vielleicht wird es auch in der Realität hier zu sehen sein. Hier habe ich halt die Simulationswelt mit vielen V-Jams, ja, die wir hier entsprechend haben. Die sind mobil in Anführungsstrichen, also durch visuelle geometrische Bewegbarkeit innerhalb dieser zweidimensionalen Welt. Ja, da steckt eine physische Jam-Plattform hinter, mit ganz vielen virtuellen Jam-Plattformen, die auch verbunden sein können. Hier zum Beispiel virtuelle Funkverbindungen, deswegen hier diese Kreise. Wenn die Kreise sich überlappen, dann haben Knoten eine Verbindung. Also hier diese kleinen Dreiecke, das sind Knoten, genauso wie hier diese Rechtecke oder Quadrate, die werden gleich noch näher zu sehen sein. Ja, und dann gibt es halt hier entsprechend auch die Agenten, die sind jetzt hier nicht so gut zu sehen, die Punkte, können auch alle mögliche
visuelle Gestalt haben. Das heißt, Agenten bekommen jetzt auch hier eine visuelle Gestalt, eine visuelle Repräsentation, genauso wie Knoten visuell repräsentiert werden, plus diverse Ressourcen. Hier ist ein Gebäude gezeigt mit drei Ebenen, die nebeneinander ausgebreitet wurden. Und ja, und diese ja, Knoten können sich halt hier, diese Jam-Knoten können sich halt hier in dieser Plattform, in dieser Welt bewegen. Ja, und dann habe ich hier noch Object-Inspektoren, um Agenten und Knoten inspizieren zu können. Hier unten Simulationskontrolle und hier entsprechend ein allgemeines System-Log-Fenster. Man kann auch, das zeige ich gleich nochmal, hier entsprechend die Meldung, die Agenten ausgeben, sich anschauen und so weiter. Wichtig und interessant ist jetzt, CJAM ist Jam mit was oben drauf gesetzt. Dann ist ja auch die Idee, die schnell kommt, könnte man nicht CJAM dann auch an das Internet anschließen. Also, sprich, ich habe meine Knoten hier zum Beispiel in einem mobilen Gerät, ja, Smartphone oder Computer, nehmen wir mal ein Notebook. Ja. Was wäre, wenn ich CJAM jetzt mit diesen Geräten verbinde? So, also hier habe ich meine Plattform, hier drin steckt ja wie gesagt auch. Halt, das Jam ist woanders. Anders machen. So, C Jam, so, das ist unsere Jam-Plattform. Was wäre, wenn ich die jetzt miteinander verbinden würde? Ja, zum Beispiel so. Ja, hier habe ich mein mobiles Gerät, mein Smartphone, hier mein Notebook und hier mein Simulator, das ist auf dem Rechner laufend. Und das eröffnet natürlich ganz neue Möglichkeiten, wenn man ein Simulationsenvironment, ja, wo es hier entsprechend dann auch Agenten gibt, die in dieser Simulationswelt arbeiten, dass die dann können dann ja, sind ja Jam-Agenten, können dann ja entsprechend hier aus der Simulation heraus migrieren, auf andere Plattformen weiter ausgeführt werden und natürlich auch wieder zurückkehren in die Simulation. Das nennt man dann Augmented Virtuality. Augmented Reality ist ja schon bekannt. Das hier ist Augmented Virtuality. Das heißt, ich erweitere meine Simulation mit Agentenplattformen und Agenten aus der realen Welt, auch wenn sie natürlich im Prinzip digital sind. Das ist die Augmented Virtuality, also Fusion von virtuellen Simulationswelten mit realen Netzwerken. Und damit kann ich eben die virtuelle Welt mit der realen Welt koppeln und auch die Interaktion mit Menschen vollziehen. Also Simulation auf der einen Seite, Interaktion mit Menschen in der Simulation direkt. Das zeige ich auch gleich. Zum Beispiel durch Chatbots, ja, können sowohl in virtuellen als auch realen, menschenbezogenen Welten agieren. Ja, und das ermöglicht zum Beispiel Simulationen und das Studium komplexer soziotechnischer Systeme. Das nennt man dann auch Human in the Loop Simulation for Augmented Virtuality. Und die besteht eben aus der virtuellen Simulationswelt und dem CJAM Framework oder CJAM 2 mit der Jam-Plattform und den virtuellen Jam-Netzwerken, die dann mit dem Internet verbunden sind, den mobilen Geräten, mit der Jam-Plattform und einer Crowdsensing-App zum Beispiel und stationären Geräten, sei es Sensoren, IoT, Barken, Relais und so weiter, die also im Grunde auch so die Verbindung zwischen der virtuellen und der realen Welt herstellen. Das ist hier mal gezeigt. Hier haben wir jetzt CJAM. Ja, das ist noch unser CJAM hier. Dieser Teil, das ist der Simulator. Und hier haben wir unsere Jam-Plattform mit den einzelnen Modulen, ja, für die Prozesse, Mobilität, Code, Netzwerken, Scheduling und so weiter. Hier die Tupelräume. Und man sieht halt, dass die einzelnen virtuellen Jam-Plattformen durch eine physische auch verarbeitet werden. Das heißt, es gibt auch nur einen Agentenscheduler für alle virtuellen, ja, in einer solcher Netzwerkwelt, virtuellen Welt von Jam. Aber jede VJAM hat zum Beispiel ihren eigenen Tuple-Space. Ja, es muss ja auch so sein. So, und das heißt, Agenten können einerseits hier zwischen den VJAMs migrieren, aber eben auch, ja, über die Jam-Plattform auf eine übers Internet angeschlossene andere Jam-Plattform. Ein Relais zum Beispiel. Auf ag-0.de laufen Relais, Relaisknoten, Tag und Nacht. Ja, und die benutze ich auch gleich in meiner Demonstration. Und das bedeutet, ein Agent aus der Simulation kann jetzt hier zu diesem Relaisknoten gehen, der wiederum zum Beispiel eine Umfrage durchführt, Agenten losschickt zu mobilen Geräten, wo dann diese Jam-App läuft, entweder im Webbrowser auf diesem mobilen Gerät oder eben als eigene Mobile App, als Android App, iOS App und so weiter. Das ist das Konzept. So, und das möchte ich jetzt gleich mal demonstrieren. So, jetzt haben wir hier die Demonstration, die ich jetzt hier in der Präsentation eingebettet zeige. Funktioniert natürlich auch ganz mit separaten Geräten, aber um das mal gegenüberzustellen. Das Ziel ist es, leider noch auf Englisch, die Simulation und Erforschung von Crowd Interaction
Interaktion in ja, Smart Cities, ne, ein beliebtes Forschungsfeld und Technologiefeld, das heißt eine selbstorganisierende Steuerung von Umgebungslicht. In unserem Beispiel mal ganz dumm, naiv über Smartphones. Das heißt, Smartphones werden benutzt, um die Umgebung zu beleuchten. Sie haben ja eingebaute Lampen. Und das heißt, wenn dort eine Agentenplattform auf diesem Smartphone läuft, dann bedeutet das, dass auch Agenten das Licht einschalten können vom Smartphone. Und das wollen wir jetzt mal so ganz hingesponnen. Das findet ja eh in der Simulation statt, dann das eigentliche Lichtmanagement. Die Simulation wird einerseits verwendet, um die reale Welt abzubilden, andererseits eben auch, um bestimmte Wirkungen von ja auch Agenteninteraktion zu studieren, um dann eventuell auch ja darauf wieder eine Rückkopplung auf die reale Welt zu ermöglichen. Das heißt, dass aus Simulation heraus zum Beispiel die Beleuchtungsverhältnisse in Straßen geändert werden. So, also Crowd Sensing wird benutzt, um aktuelle Beleuchtungsverhältnisse in Straßen und vielleicht auch in Gebäuden zu erfassen und gegebenenfalls zu korrigieren. Wie gesagt, hier jetzt mal ganz dumm trivial mit Smartphones. Und wir bleiben auch vollständig in der virtuellen Welt. Das heißt, die virtuelle Welt besteht aus Straßen und Gebäuden mit sogenannten Baken, die in Gebäuden und an Straßen platziert sind. Über die haben aktuell, ne, Corona-App genauso funktioniert. Bluetooth, BLE-Baken, Bluetooth Low Energy Baken und Kommunikation, die gar nicht mal so kurzreichweitig ist. Ne? Man kann da locker so 10, 20 Meter schon schaffen. Und da vernetzen sich im Grunde die ganzen Smartphones oder mobilen Geräte mit den Baken dann entsprechend. Den Bluetooth-Baken, wo auch wieder eine Agentenplattform drauf ist. Ja, und sogenannte Smart Light Devices sollen dann die Straßen und Gebäude beleuchten. In unserem Fall ist es, wie gesagt, der ganz naive Ansatz, die Smartphones werden einfach in der Umgebung leuchten. Wenn es nur genug sind, kann es sogar funktionieren. So, und Agenten repräsentieren dann die technischen Geräte, also die Lichtsteuerung, die Netzwerkinfrastruktur und Kommunikation, die Berechnungseinheiten und die Smart Controllers, die Chatbots, die das Crowd Sensing durchführen, jedenfalls nur Roboter und künstliche ja, Menschen oder künstliche Crowds auch in der Simulation. So, die reale Welt besteht aus mobilen Geräten, die Jam Web App benutzt mit einem Chatbot-Dialog, zeige ich gleich. Der Nutzer interagiert also remote mit Remote-Agenten über den Chat-Dialog. Diese Remote-Agenten ja, untersuchen die Umgebung, wo sich der Nutzer befindet und bewerten dann auch über die Umfrage, aber auch über Sensoren entsprechend die Lichtsituationen der Umgebung. Ja, und das Ganze soll selbstorganisierend sein. Das heißt, wenn festgestellt wird, dass zum Beispiel in einem bestimmten Bereich es zu dunkel ist, dann werden weitere Agenten ausgeschickt, sogenannte Notification-Agenten, die dann die Lichtverhältnisse bei den Smart Lights, in dem Fall unsere Mobiltelefone, verändern. Ja? So. Und was adressiert werden soll, ist einerseits ein oder es ist ein Trade-off, ein Kompromiss zwischen dem Bedürfnis der Menschen und Energie sparen. Ja, und darum geht es hier. So, das heißt, wenn eine Aktion erforderlich ist, dann werden halt mobile Notifikationsagenten zwischen den mobilen Geräten hin und her geschickt, die sich auch dann über gerichtete Diffusion weiter ausbreiten, Random Walk benutzen und mittels Divide and Conquer möglichst einen großen Bereich explorieren und eben auch ohne dass es eine Internetstruktur gibt oder Mobilfunkstruktur gibt, nur über Bluetooth, kurzreichige Verbindungen, über Hopping, über verschiedene Geräte, das wird gleich gezeigt werden, dann entsprechend von Gerät zu Gerät hoppen und jumpen und dann eben diese Lichtgeräte suchen, die dann entsprechend gesteuert werden. Auch hier wieder Sicherheit gibt es nicht. Ne? Also wir könnten wahrscheinlich gleich hier innerhalb von Sekunden die ganze Stadt hell und dunkel schalten. Das ist euch auch nur das Ganze mal demonstrieren. Hier nochmal gezeigt, hier schematisch. Ja, hier habe ich entsprechend die Chat-App, die mobile Jam-App, die auf einem Smartphone dann entsprechend läuft. Hier sehen wir schon den Dialog. Und hier sehen wir die einzelnen Geräte, mobile Geräte entsprechend, ne, eine ganze Menge. Dann entsprechend Lichtgeräte, diese Baken, die eine ganz große Rolle spielen und nur Geräte, die so im Einflussbereich miteinander verbunden sind oder wo sich der Erfassungsbereich überlappt, können miteinander kommunizieren. Und ja, wenn diese Baken jetzt zum Beispiel einen größeren Bereich hat, könnte dann hier so ein kleines Netzwerk aufgebaut werden, wie man hier sieht, durch Überlappung von Funkbereichen. Ja, also wir haben Baken, wir haben Gebäude, wir haben Netzwerk, WLAN oder Bluetooth oder was auch immer. Man sollte schon zuschreiben. So. Bluetooth eigentlich das Mittel der Wahl ist. Mobile Geräte und die Lichtquellen, also die
Smart Lights. Ja? So, und das will ich jetzt mal zeigen. Und zum einen, also ich muss das mal eben, das hier mal abschalten. So, jetzt hoffe ich, dass das funktioniert. Da ist sie. Da haben wir die in einem eigenen Fenster. Wie gesagt, es kann auf einem mobilen Gerät jetzt sein. Und ich versuche das mal ein bisschen kleiner zu machen. So, ein bisschen rüber zu schieben. Das ist also unsere mobile App. Ja. Und die ist auch schon verbunden, wie man hier sieht, mit einem Relais. Das läuft auf ag-0.de. Hier ist, wie gesagt, eine komplette Jam-Plattform drin. Es läuft auch schon ein Agent, nämlich der Chatbot-Mediator-Agent. So. Und gehen wir hier mal zurück. So. Also, da haben wir jetzt hier unseren Dialog entsprechend. Und da kommt gleich noch was. Da passiert erstmal nicht allzu viel jetzt. Ich mache es noch ein bisschen kleiner, dass wir noch ein bisschen mehr gleich sehen. So. Dann haben wir unser Jam-Laboratorium. Das wird im Kurs, ich blende mich jetzt hier mal eben aus, so, im Kurs mobile Agenten, Multi-Agentensysteme benutzt werden. Im Kurs Crowdsensing nicht, kann benutzt werden, aber dort wird das Aussenden von Crowdsensing-Agenten aus den Notebooks geschehen. Aber hier werden wir in dem Kurs, na, kriege ich jetzt mal größer, ein bisschen schwierig gerade hier, so, versuche ich mal so groß wie möglich zu machen. So, okay. Ein bisschen rüber. So, hier haben wir halt jetzt unser CJAM-Simulator. Sieht so ein bisschen aus wie das JAM Lab. Ist hier als reine Webversion verfügbar. Ein bisschen eingeschränkt von der Funktionalität. Gibt es sonst als Node-WebKit-Applikation. Also hier im Kurs Multi-Agent-Systeme werden wir das Pendant ohne Visualisierungsschicht, das JAM Lab benutzen, das Web Laboratorium, was wie gesagt relativ ähnlich aussieht, nur eben keine zweidimensionale Visualisierungs- und Simulationswelt hat. Ich habe schon mal ein Simulationsmodell vorgefertigt. Jetzt muss ich natürlich erstmal gucken, wo es hingeht. Jetzt bin ich hier rausgeflogen. So, das ist Live-Demo. Hier habe ich ein Simulationsmodell. So, jetzt muss ich natürlich halt wieder mal zusehen, wie ich jetzt hier in den so, Fullscreen-Mode komme. Perfekt, da bin ich. So, jetzt habe ich das Simulationsmodell geladen. Kann ich den Text hier mal ein bisschen größer machen? Ja, kann ich. So, sieht man hier vielleicht noch ein bisschen was. Hier sind ein paar Messages. Hier steht immer, dass das Simulationsmodell Smart City Simulation World geladen wurde. Da sind halt die ganzen Agenten drin beschrieben, wie die Simulationswelt aussehen soll. Das kann ich auch mal eben zeigen. So, hier haben wir so einen kleinen Ausschnitt. Zwei Straßen, Street 1, Street 2. Wir sehen auch schon gleich, dass diese Barke hier, ja, so ist es vorgegeben im Simulationsmodell, mit einem Relaisknoten auf ag-0.de verbunden ist. Hier steht auch die Verbindung, wie wir sehen, linked with ad hoc HTTP ag-0.de. Und das ist im Grunde dann die Simulationswelt, beziehungsweise diese Barke hier dann, die dann angeschlossen ist an das Relais und auch jetzt auch gleich Crowdsensing-Agenten aussenden kann. So, jetzt habe ich hier meine Simulationskontrolle. Ich lasse es mal ein bisschen langsam laufen, dass wir noch mit der Realität übereinkommen. Also wie gesagt, das ist jetzt ja hier die reale Welt. Ja, dort wird gleich ein Mensch oder die Menschen Fragen bekommen von so einem Explorationsagenten oder Crowdsensing-Agenten. Ich starte das Ganze mal. Wenn wir jetzt hier gleich drauf achten, wird ein Explorationsagent, also so ein Crowdsensing-Agent erzeugt. So, er wird erzeugt und zack! Kommt er über das Relais hier an und jetzt sag ich mal, ich bin in Street 1 und da ist es mir zu dunkel. Jetzt beantworte ich das. Ja. Also wie gesagt, dieser Agent, der wurde hier erzeugt von der Barke, ging halt hier über das Relais in die, in die mobile Crowdsensing-App und hier wird jetzt halt über den Chat-Dialog entsprechend diese Umfrage, die dieser Crowdsensing-Agent stellt, der nur aus zwei Fragen besteht, wo bist du und wie sieht es da aus? Na, ist es zu dunkel? Der geht jetzt zurück. Und kommt jetzt hier nicht an. Oh, wiederhole das nochmal eben. Ich habe jetzt auch einen Timeout erwischt. Ist der Vorführeffekt. So, nochmal wieder Street 1. Zu dunkel. Jawohl, jetzt ist sie angekommen. Und jetzt hat dieser Explorationsagent, der diese Umfrage geliefert hat, an die Barke eine Aktion ausgelöst. Nämlich, das hieß ja in Street 1 war es zu dunkel. Also hat dieser Knotenagent, der auf dieser Barke sitzt, hier entsprechend
Notifikationsagenten an die mobilen Geräte ausgesendet, die jetzt also im Grunde hier durch Überlappung der Kreise, was entsprechend Funkkreise sind, die sich, wenn sie sich überlappen, also eine Verbindung herstellen können, darüber über dieses HOT-Netzwerk ausbreiten. Und hier sehen wir, in fast gesamt Street 1 wurden ja die Lampen angeschaltet. In diesem Fall sind das mobile Geräte, also die Smartphones leuchten jetzt, rot heißt leuchtend. Wenn ich jetzt sage, es ist ein Street 1, ich hoffe, das ist nicht jetzt schon wieder ein Timeout hier erwischt. Muss ich mal eben ein bisschen schneller sein. So, jawohl. So, Street 1, das ist jetzt zu hell. Ja. Dann passiert das gleiche nochmal. Wie wir sehen hier, die breiten sich hier aus. Mittlerweile wird noch ein neuer Crowd-Sensing-Agent ausgeschickt. Und wenn ich jetzt wieder sage, in Street 1 ist es zu dunkel, dann wird gleich das Gegenteil passieren. Dann, obwohl jetzt kollidiert wahrscheinlich gerade alles. Ja, okay, jetzt überlappen sich hier. Ja, jetzt gibt es so ein bisschen Kollision. Also da muss es noch ein bisschen Selbstorganisation und vor allem auch Negotiation geben in dieser Community. Es sind nicht zu viele gegenläufige Entscheidungen. Wir sehen halt hier, dass durch gerichtete Diffusion und Random Walk im Grunde fast die ganze Straße erreicht wird. Ja? So. Okay, warum jetzt hier nichts mehr hingekommen ist, weiß ich nicht. Ist mir irgendwie einer verloren gegangen? Keine Ahnung. So, machen wir Other Place. Nehmen wir schon wieder raus hier. So, ich kann auch nochmal eine andere Straße nehmen, also es ist auch weitreichender das Ganze. So, angenommen, ich befinde mich jetzt in Straße 2, das ist diese hier, und sagt, mir ist es da zu dunkel. So, dann geht das jetzt hier hin. Und jawohl, genau. So, und jetzt passiert hier nichts in Straße 1, ne, weil die da nicht zugehören. So, wie wir sehen, hoffe ich gleich, dass bald. Na, wie viel mehr Knoten? Komisch. Noch was fehlt mir hier. Ah, ja, jetzt haben wir das Problem. Jetzt weiß ich, die mobilen Geräte werden mit Monte-Carlo-Simulation positioniert und hier ist eine Lücke. Deswegen kommen die Agenten jetzt nicht von hier in diese Straße. Ich muss mal eben wieder, jetzt weiß ich, was es ist, genau. Ich muss mal eben gucken, ja, das sieht besser aus. So, den muss ich mal wieder rausschießen. So, jetzt starte ich nochmal. Jetzt müsste es aber funktionieren. Jetzt müsste ich eine Verbindung herstellen können. Street 2. So, es ist mir zu dunkel. Er kommt hier wieder an. Jetzt gehen die Agenten hier hin. Werden repliziert und jetzt sehen wir hier, kommen wir in Straße 2 an, da ist noch nicht ganz so viel los. Ja, jetzt kommt's, jetzt wird langsam hier hell. Die senden immer mehr Notification-Agenten aus, also durch Replikation und gerichtete Diffusion und Random Walk wird jetzt nach und nach hier alles erreicht. Gut, das sollte es demonstrieren. Hier Simulation, könnte auch in echt sein natürlich, also die Simulation könnte auch direkt mit den gleichen Agenten in die reale Welt übertragen werden. Das ist hier der Vorteil. Es gibt ja beim agentenbasierten Simulieren zwei Möglichkeiten. Mit Agenten simulieren oder Agenten simulieren. Hier werden die Agenten simuliert und die Jam-Plattform selber. Und hier kann ich halt jetzt tatsächlich eine Simulation, eine virtuelle Welt mit einer realen Welt hier über das Crowd-Sensing entsprechend koppeln. Ja, damit bin ich am Ende meiner Präsentation bzw. der praktischen Vorführung, die mal zeigen soll, was mit der Jam-Plattform alles möglich ist. Crowdsensing, generell Simulation von verteilten Systemen und eben auch Implementierung von verteilten Systemen, die wir dann mit dem Jam Web Laboratorium entsprechend implementieren werden. Ja, als nächstes kommen jetzt Übungen. Es wird Notebooks geben, genauso wie entsprechend dann auch mit dem Jam Web Laboratorium gearbeitet werden soll. Es geht erstmal mit Notebooks los, wo einfache Agenten gebaut werden. Und wenn es dann richtig losgehen soll, um mal ein komplexes System zu implementieren, werden wir das Jam Web Laboratorium nehmen. Ja, alles Weitere folgt. Und wie gesagt, für den Kurs mobiles Crowdsensing hier nur dieses zur Information. Diesen Teil hier werden wir benutzen. Ne? Der Teil wird dort erstmal keine Rolle spielen, soll aber zeigen, dass wir auch im Grunde komplexe soziotechnologische Systeme simulieren könnten und eben auch mit der realen Welt koppeln könnten. Gut, wenn es Fragen gibt, per E-Mail an mich, über den Wiki. Oder auch über Stud.IP geht auch prinzipiell. Ja, ein Nachteil gibt es, wenn ihr über den Wiki eine Frage stellt, über das Diskussionsforum. Dort bekomme ich dann zwar eine Nachricht, dass jemand eine Frage gestellt hat, aber ich weiß halt nicht, wer es ist. Ne? Also ich kann da nicht direkt eine E-Mail antworten. Ne? Also da muss ich halt auch dort in dem Diskussionsforum es entsprechend eintragen. Gut, von meiner Seite aus war's das.